Doch anstatt jetzt die Nummern für jedes Produkt oder jedes Obststück einzeln einzugeben, können wir auch Folgendes machen. Excel verfügt über eine Autofill-Option, also über einen sogenannten Autofill. Das heißt, wir können diese beiden Zahlen markieren. Beziehungsweise, wenn bloß eine markiert wird, wird es nicht funktionieren. Wir müssen diese beiden markieren und dann klicken wir unten auf dieses kleine Viereck mit einem Linksklick, halten die Maus gedrückt und ziehen die ganze Sache nach unten quasi so weit, wie wir gerne Nummern haben möchten. Wir nehmen jetzt erstmal 14, das sollte für unsere Zwecke dicke reichen. Jetzt zeige ich dir noch, was passiert, wenn man bloß eine Zahl anwählt und zieht die nach unten. Man sieht, er schreibt jetzt immer wieder 14. Das ist natürlich so nicht gewollt. Deswegen, man muss Excel sozusagen eine Vorgabe geben, eine Logik geben, wie er es fortsetzen soll. Dann schafft er es auch selbstständig. Markieren wir diese Zellen mit einem Linksklick, ziehen die Maus nach unten und drücken auf Entfernen, wird der Inhalt der Zellen wieder gelöscht. So, nachdem wir jetzt unsere Nummern haben, brauchen wir noch ein paar Obstsorten. Mir fallen da gerade noch ein Birnen, Kirschen. Was gibt es noch Schönes? Mandarinen. Dann fallen mir da noch ein Weintrauben oder Erdbeeren. Und das soll uns dann für den Anfang auch schon einmal reichen. Jetzt nehmen wir noch ein paar Einkaufspreise dazu. Wir haben ja oben schon 1,50 € für Äpfel. Birnen sind etwas teurer, die kosten 1,60 €. Dann die Kirschen könnten bei 2 € liegen. Wir sehen, hier hat er auch gerade wieder die Nullen abgeschnitten. Ich sage euch dann, wie gesagt, später noch warum. Die Mandarinen liegen bei 1,20 €, die Weintrauben bei 2,50 € und die Erdbeeren bei 3 € im Einkaufspreis. Jetzt haben wir schon mal alle Produkte aufgelistet oder einige unserer Produkte. Was jetzt allerdings noch nicht gegeben ist, ist die Übersichtlichkeit. Das heißt, es fehlen Sachen wie ein schöner Rahmen um die Tabelle oder auch die Spalten sind noch unterschiedlich. Wir sehen, hier unten fehlt zum Beispiel ein Stück vom N von Weintrauben. Das hat er ein bisschen abgeschnitten. Das heißt, wir sollten jetzt als erstes mal die Spaltenbreite anpassen. Auch hierzu gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Man kann einmal die ganze Sache mit der Maus einfach ziehen. Oder aber man macht einen Rechtsklick auf die Spalte und geht dann auf Spaltenbreite. Hier kann man dann entsprechend einen Wert einstellen. Ich denke mal, für unsere Zwecke würde hier 14 schon reichen. Jetzt kann man die andere auch manuell anpassen, dass die halt auch 14 breit ist. Entsprechend die Nummerierung können wir etwas schmaler machen, sodass man das Wort Nummer gerade noch so sieht. Und schon wird die ganze Sache etwas übersichtlicher. Dazu die nächste Spalte, das wird unser Verkaufspreis, den brauchen wir dann später noch. Jetzt können wir allerdings erstmal um die Tabelle einen Rahmen ziehen. Dazu markieren wir mit einem Linksklick die erste Zelle bis zur letzten, um die wir einen Rahmen rum haben wollen. Dann gehen wir hier oben auf dieses Rahmensymbol. Aktuell ist das kein Rahmen und es hat auch keinen Rahmen eingestellt. Klicken wir jetzt auf den Pfeil rechts, der nach unten zeigt, haben wir hier verschiedene Optionen für die Rahmen. Macht man zum Beispiel einen Rahmen nur rechts, wird in diesem Falle nur rechts ein Rahmen gesetzt, wie die Bezeichnung schon sagt. Wir möchten jetzt aber gerne, dass komplett alles umrahmt ist, beziehungsweise die Zellen schön einzeln voneinander getrennt sind. Dazu nehmen wir die Option Alle Rahmenlinien und klicken diese mit einem Linksklick an. Anschließend möchten wir noch, dass das hier oben etwas hervorgehoben wird, beziehungsweise die gesamte Tabelle an sich etwas hervorgehoben wird. Dazu gehen wir wieder auf Rahmenlinien und setzen eine dicke Rahmenlinie. Das wiederholen wir, indem wir das jetzt hier markieren, also den Einkaufspreis von oben nach unten, und klicken dann einfach auf das Symbol links, dicke Rahmenlinie, da er sich nämlich immer die letzte Option merkt. Entsprechend wird jetzt das auch nochmal mit eingerahmt, das gleiche nochmal für Bezeichnung und auch für die Nummer. Und dann trennen wir noch den oberen Teil ab, sodass wir eine deutliche Trennung haben zwischen Nummer, Bezeichnung und Einkaufspreis. Wie gesagt, Rahmen gestalten eine Tabelle schnell wesentlich übersichtlicher. Und diese werden jetzt auch mitgedruckt. Die durchsichtigen Rahmen oder so eine Markierung mit der Maus, wie du jetzt hier rechts siehst, diese wird natürlich nicht mitgedruckt. Also das hier ist einfach nur zur Markierung für den Bearbeiter der Tabelle, dass er weiß, wo eine Zelle anfängt und wo eine Zelle endet. Mehr hat es sozusagen nicht zu sagen. Diese Linien hier werden aber entsprechend beim Drucken halt auch mit ausgedruckt.
Anschließend könntest du dann natürlich auch noch die Überschrift etwas ändern. Das funktioniert auch so ähnlich wie in Microsoft Word zum Beispiel. Man markiert sich die entsprechenden Felder, das heißt, man macht hier zum Beispiel einen Linksklick rein, hält die Maus gedrückt, die linke Maustaste gedrückt und zieht dann einfach rüber und markiert damit die einzelnen Zellen, die wir gerne bearbeiten würden. Dann klicken wir zum Beispiel auf das F hier oben für fett gedruckt und wir sehen schon, sieht die ganze Sache wieder etwas übersichtlicher. Anschließend könnte man, wenn man wollte, auch noch die Schriftgröße ändern oder die Schriftart ändern.